Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Cat Café Manager. Da freut sich jemand über den Stuhl. Alle haben noch Futter? Ja, alle haben noch Futter. Ich kann Stammgast anrufen. Jetzt schnell, 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 schnell. Außerdem müssen wir aufpassen wegen der Katze. Wir kriegen. Oh, ich hoffe, wir kriegen heute die Geisterkatze. Ich habe geguckt. Ich glaube, Kalalala 5 ist, glaube ich, das höchste der Gefühle, das man kriegen kann. Tatsächlich. Ah, cool, mal finden. Hallo, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, kein Ding. Immer wieder gern. Ich habe auch so mal ein paar neue mehr Toiletten. Und da ist die Geisterkatze. Komm. Geisterkatze. Pet, 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 du kommst auf jeden Fall rein. Adoptieren natürlich. Das ist Diva. Schließen. Streuner adoptiert. So, nie wieder Müll, meine Freunde. Du hast jede Katze adoptiert, die von seltsamer Puppe angezogen wird. Um mehr Katzen zu adoptieren, kaufe bei andere Köder. Ja, ich weiß, du hast das. Tut mir leid. Oh. Hat jetzt aber mächtig gezogen hier. Hier oben noch irgendwie? Ne. Gucci, Gucci. Außerdem will ich auch ein bisschen noch vielleicht noch ein paar mehr Näpfe aufstellen. Wieso kratzen die hier meine Wände? Sind die bescheuert? Da ist ein Kratzbaum da. Ja, ich brauche noch mehr Kratzbaum. Ich weiß. Bei so vielen Katzen brauche ich eigentlich deutlich mehr Kratzbäume. Bonner besucht mich manchmal bei Falk Label Café. Der große Mann behandelt mich immer noch wie einen Bengel. Er ist irgendwie nett. Aber das hat ihr jetzt. Die ist noch nicht so weit, um aufzuleveln. Ist aber nicht so schlimm. Ich quatsch mit den Leuten. Ich bin mir noch nicht so sicher, was ich da überhaupt machen soll. Es tut mir leid. Was? Rätsel erfordert Brot. Was ist los? Brot. Wo ist der Schinken? Schinken. Kaffee ist auch schon wieder fast durch. Und Sashimi kann ich mir nicht leisten. Kartoffeln und frischer Fisch. Kartoffeln und Fisch. Mir fehlt einfach Kartoffeln und Fisch. Ich muss das leider so machen, aber das Problem ist, und das ärgert mich, mir fehlen einfach so. Die Sachen. Also hier der Nektar. Mir fehlt einfach der Nektar. Ich werde wahrscheinlich mal Werbung rausnehmen. Die zwei müssen so oder so, aber die Punks kommen jetzt auch mal raus. Wir brauchen einfach mehr Katzen, mehr Hexen gerade. Hexen an die Macht hier. Mehr oder weniger. Eigentlich sollten sich doch hier der Waschbär und die. Und der Geist doch jetzt gegenseitig. Neues Projekt wählen. Die hatte erst so einen Boost gekriegt, ne? Ich push mich noch mal in Service. Und dich push ich in. Ihr magische Möbel putzen.
weiß nicht, wann das Dinner-Thema dran kommt. Doch, das geht einmal. So. Und jetzt kommt einer von euch noch. Du hast Zimmer 0. Keiner von euch Geschäftsführer oder sowas? Doch du. Und du. Plus 10 Goldauszahlung. Ja, komm. Und dann nimmst du die noch mit rein. Katzen! Kratz vom Plüschtier, Katzenklo. Cool und Pflanzen. Katzenversorgung 5. Opulentes Bild, als ob. Warte, was hatte die Nummer? Angeblich bringen diese Mitbringen-Party Glück. Da muss ich jetzt mal aufpassen. Ein bisschen nicht. Wir könnten das Geweih holen, statt das Bild. Holzkisten. Das mit dem Teppich ist ja uninteressant. Gemütlichkeit. Ah ne, ich brauchte noch einen so einen Fasstisch. Spüle. Dann gucken wir mal, was hier noch so übrig ist. Burgziegel, als ob. Das ist ein Teppich. Sehr gut. Braukessel habe ich. Milchshake habe ich auch. Hipster, irgendwas kann ich nicht holen. Tulpen. Uninteressant. Hier kann ich mir auch nichts mehr leisten. Und hier ist das jetzt auch nicht mehr so wichtig. So. Dann gehen wir mal in den Dekorativmodus. Dann kommst du dahin. Und du kommst so links. Noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Nee. Ich baue hier erst weiter, wenn ich zwei habe. Also wenn ich noch Wände ansehen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier noch. Ich glaube, ich habe die Punks jetzt rausgenommen, ja? Ja, habe ich. Egal. Hast du dein Katzenlimit erreicht? Erwäge, einer deiner Katzen einen für immer heimzugeben. Ist mir egal. Nein, alle Katzen, die ich jetzt habe, die bleiben. Weil die voll cool sind. Weil die so krass gelevelt sind. Das kann ich mir nicht machen. Ich will die irgendwie nicht weggeben. Ich habe die so ins Herz geschlossen. Kleinen Schnupsis. Außerdem guck mal, wie weit die schon gelevelt sind. Hier, die hatten minus Blasenbedürfnis. Plus Punks. Okay, Salia könnte ich eventuell für weggeben. Butterbedürfnis. Aber hier, Salem muss bleiben. Simba muss bleiben. Olli muss bleiben. Malori muss bleiben. Xeno muss auf jeden Fall bleiben. Genauso wie Ghost. Eva muss bleiben. Suche nach Arbeit, suche nach Katze.
du Salia darf. Weil sie leider, wir immer haben, ja. Zurück. Da spare ich jetzt auch ein paar Ressourcen, weil die halt nicht alles wollen. Ich kann den Stammgast anrufen. Obstsalat. Hallo du, vielen Dank für deinen Anruf. Ich komme gleich. Ich komme auch gleich. Warte. Ich brauche... Kosten, Besitz, Obstsalat. Käse. Eis. Du, Matteo findet Abel vor, während er mehrere verblasste Fotos in Nines Foto anschaut. Was gibt es da zu sehen, Kumpelino? Bitte sag mir, dass es keine Zahnspangenfotos von mir gibt. Sowas zählt als Erpressungsmaterial. Tatsächlich sehe ich mir genau das an. Schau her. Abel zeigt ein Bild her, auf dem Abel und Matteo abgebildet sind. Sie sind noch ziemlich jung und umarmen sich ungeschickt mit einem breiten Lächeln. Teils Freunde, teils Schmerz herrscht in Abels Gesicht, denn die Zahnspange des kleinen Matteos bohrt sich in sein Kinn. Oh, ich glaube, ich erinnere mich. Ich habe den ja als Franzosen gesprochen, glaube ich, ne? Ich glaube, ich erinnere mich. Ich wage daran, dass Nein ein paar Fotos von uns gemacht hat. Als wir sie und ihre Katzen besucht hatten. Damit könnte man eigentlich ein ganzes Buch füllen. Ja, wir haben hier ihr Katzencafé oft besucht. Man sieht sofort, wie gut ihr zwei befreundet wart. Nicht wahr? Manche haben uns direkt mit dem bezaubernden Titel Zwillingsstrolche bedacht. Wir haben immer irgendeinen Unfug im Kopf. War das nicht Dummkopf-Doppelpack? Ich glaube, uns ging es weniger um Unfug als um Hirnlosereien. Das Wort gibt es noch gar nicht, oder? Du schaust mich so komisch an. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Abel hechtet nach vorne und legt dir die Hand auf den Mund, bevor du die Frage fertigstellen kannst. Maika, ich schwöre, bei meiner umwerfenden Frisur, sag lieber nichts mehr. Matteo, ruft dich jemand an? Ich höre was läuten, lauf schnell. Nö, Siri schläft und es klingelt, als würde Maika fragen, wie wir uns kennengelernt haben. Die Begebenheit wird nochmal in die Geschichte eingehen. Das war damals in der, wann war das doch, in der Grundschule? Wir waren Klassenkameraden, der gute alte Gavin war unser Lehrer, glaube ich. Wir waren beide gelinde gesagt ziemlich schüchtern. Ich war der stille Typ, während Abel, sagen wir mal, er ließ sich ziemlich kreative Beleidigungen für diejenigen einfallen, die ihn schüchtern nannte. Ehrlich, wie du zugelassen hast, dass sie auf dich herumtrampeln, das hat mich auf die Palme gebracht. Jedenfalls veranstaltete unsere Schule jedes Jahr ein Kostümfest in jedem Jahr. War das Motto persönliche Helden. Ich habe mich natürlich als mein Vater verkleidet. Die meisten Kinder gingen als ihre Eltern oder Feuerwehrleute oder sonst was. Ein Kind hatte Bonne ausgewählt, aber Abel, er hatte ein ganz besonderes Kostüm an. Abel sieht aus, als würde er gleich im Boden versinken. Die Feier ist voll im Gange, als Kinder, alle Kinder unterhalten sich miteinander. Da betritt Abel den Raum in diesen absolut atemberaubenden, hübsch Mädchen Waffenkatzenkostüm. Jedes einzelne Detail hat gestimmt, der Waffenarm, das Visier, er hatte sogar Haarschwänzchen. Also das stimmt. Wenn ich etwas mache, dann eben mit vollem Einsatz. Sache ist nur, dass meine missgünstigen Schulkameraden damit nicht umgehen konnten. Fing an, mich zu piesacken, warum ich mich als Mädchen verkleidet hätte und dass man das als Junge nicht macht oder so. Normalerweise hätte ich den Idioten die Meinung gesagt, aber ich habe den Mund nicht aufgekriegt und weglaufen konnte ich auch nicht. Es war, als hätte ich Betonblöcke an den Füßen. Das Ganze zog sich immer mehr... schaulustig an. Ich glaube nicht, dass mich jemals so viele Menschen einfach angesehen haben. Es war grauenhaft, ehrlich. Dann kommt plötzlich dieser kleine Nerd aus der Masse hervorgeschossen. Er trägt ein Kostüm, in dem er zweimal hineinpassen würde und heizt diesen Raufbollen ordentlich ein. Statt irgendwas, das klang wie, seht euch mal diese Kunstfertigkeit an und ehrlich detaillierte Feinarbeit und er nutzt Worte, die kein Siebenjähriger kennen sollte. Das war ich. Du warst der einzige Mensch in dem Raum, der mutig genug war, zu zeigen, wer... du wirklich bist und wer du sein wolltest. Ich fand, dass du echt cool aussahst. Danke. Nach diesem Vorfall verbrachten wir viel Zeit miteinander. Eine Weile lang waren wir unzertrennlich.
Warum wart ihr so oft bei meiner Oma? Deine Oma war cool, sie hat uns so gemocht, wie wir waren. Meine Eltern waren ständig weg und Matthäus' Vater, naja, Matthäus' Vater. War halt sein Vater. Ui, Avil, wie wortgewandt du bist, du Poet, du, aber das ist nicht unrecht. Der Punkt ist, dass wir manchmal das Gefühl hatten, woanders keinen Platz zu haben. Was hat zum Ende eurer Freundschaft geführt? Matthieu und Abel verfallen in Schweigen. Du merkst, dass sie beide das alte Foto betrachten. Na los, erzähl's. Na gut, ich bin zur Handelsschule gewechselt. Ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet. Wir hatten ständig diese kleinen Meinungsverschiedenheiten. Streite, Matthieu. Wir haben gestritten. Du wusstest plötzlich nicht mehr, wie man Spaß hat. Du hast gemeint, du hättest keine Zeit mehr für meine kindischen Zeitverschwendungen. Das habe ich wohl gesagt. Matteo sieht aus, als würde mit sich selbst kämpfen, um etwas zu sagen. Sein Mund öffnet und schließt sich wieder, als ob er einen Satz beginnen möchte. Schon gut, ich verstehe. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich ge das gesagt habe. Und es tut mir leid, dass ich unsere Freundschaft den Rücken zugekehrt habe. Okay, danke. Schon okay. Wir sind okay fürs Erste. Plötzlich umarmt Matteo Abel fest. Die Umarmung wirkt ein wenig ungeschickt, weil sich Matteos Brille in Abels Kinn bohrt. Aber sie wirkt auch, als ob diese Geste für die beiden das Natürlichste auf der Welt wären. Abel starrt. Freundschaftsausstieg. Starrt wütend an die Decke. Die anderen Kunden gehen ihm nervös aus dem Weg, aber du kennst ihn gut genug, um zu wissen, dass ihn etwas belastet. Was ist los, Abel? Ach, schwör ab, du Katzenkauz. Siehst du nicht, dass ich mit deiner Decke Zank habe? Abel versucht dich zu ignorieren. Seine Augen huschen hin und her zwischen dir und der Zahndecke. Zankdecke. Okay, gut. Du bist so hartnäckig wie deine Katzen. Zuvor haben wir über Alleinsein gesprochen. So, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Wieso zum Geier kann ich es nicht ertragen, mit Menschen zu sein, aber mich gleichzeitig so verflixt, ach, keine Ahnung, einsam fühlen? In Wahrheit habe ich keine Freunde. Genau, Jimbus ist eine Lüge. Ich habe dir etwas vorgemacht. Freunde haben immer alle diese Erwartungen und ich kann damit nicht umgehen. Aber mit wem zum Teufel soll ich reden, wenn ich den Kochkurs in den Sand setze? Es ist verrückt. Warum kann ich nicht wie normale so Leute sein? Ich mag dich so, wie du bist. Wirklich? Wie zum Geier könnte ich noch an mir zweifeln, wenn so ein cooler Spinner wie du an mich glaubt? Und Matteo lässt mich wohl auch nie in Ruhe. Finley fragt mich immer, wie ich meine Haare mache. Bonner will immer wieder, dass ich für ihn und Gavin koche. Ich habe viele Freunde, sie müssen nur lernen, mit mir zu chillen. Ach, verflixt, das war überhaupt nicht mein Stil. Danke. Du hast mit mir Stimmung gemacht, Maika. Weißt du, das wollte ich noch loswerden. Immer wenn ich mich aufrege, komme ich hierher und dann chillen die Katzen auf meinem Schoß. Also, das Essen in La Diva ist immer noch mies, aber es hat mir sehr geholfen. Und du auch, Kumpel. Zum Geier damit, ich schaue nach, ob Matteo abhängen möchte. Zeitlich begrenzt. Der Mann muss doch irgendwann mal den Mund halten. Bis dann, Kumpel. Ich komme bestimmt wieder. Ich krieg eine Gitarre. Bedürfnis. Ich laufe, ich laufe. Geht ihr mal servieren hier? Ich kümmere mich um die Gäste und plaudere mal ein bisschen mit denen. Oi! Oi, oi, oi. Du, 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 du. Auch halt mehr Nektar, Leute. Nektar! Drückt den Nektar aus! Mein letzter Track wurde tatsächlich viel mehr gehört als alles, was ich zuvor gemacht habe. Irgendwie stresst mich das. Kann ich verstehen. Man ist halt so ein bisschen in Stress, ist immer besser zu machen. Obwohl es eigentlich schwachsinnig ist. Noch eine nächste Hexe, die quatschen will. Aber ja, gib mir all den Stuff hier. Komm, ich komme. Bin mir nicht so ganz sicher, was man hier macht. Hab das eine leider nicht.
glaube, die wollen immer so besonderes Futter haben. Der will gepettet werden. Ist ja in Ordnung. Holla die Walti. Die sanfte Katze, die es gewohnt sich auf sowas zusammenzurollen. Okay. Der Lerntisch. So, jetzt habe ich das Sashimi-Rezept auch. Nach Kosten, nach Besitz. Jetzt machen wir das Ding mal hier alle. So, jetzt bin ich zwar pleite, aber ich habe ein bisschen was auf die Kante jetzt gelegt. Möbel. Besitzstil. Fasstisch brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Nee. Irgendwas habe ich jetzt gekauft, was ich nicht hätte kaufen sollen. Mein Glück mal wieder. Was habe ich gekauft, was ich nicht hätte kaufen sollen? Auf jeden Fall, dass hier so ein bisschen rustikaler ist, ne? Nee, Quatsch, bauen. Jetzt kann ich das ja auch bauen. So, das sind jetzt, was hatte ich gesagt? Hier sind zwei. 1, 2, 3, 4. So, jetzt muss ich das hier aber mal löschen. Dekorieren, bauen. Ach Mensch, so. So wird ein Schuh draus. Ich mache mal erstmal so. Nee, das geht noch gar nicht auf. Mir fehlt nämlich noch eine Reihe. Also war doch schon richtig. Guck mal, ich kann auch ziehen. Ha! So. Mir fehlt noch... Ich wollte gerade sagen, mir fehlt doch hier noch eins. Nee, das wollte ich jetzt nicht. So. Dann kommt da nämlich noch eine Toilette oder ein Katzendings hin. Ein Katzenklo vielleicht noch. Das sieht doch ganz schnieke aus. Das sieht schon wieder so ganz komisch aus. Nee, da muss eigentlich eine Wand hin. So. Und dann geht das hier nämlich weiter da hoch. Kommt aber später. Bis jetzt können sie ja da gut durch. Geht das jetzt schon irgendwie geradeaus? Ja. Und dann kommt ja hier noch so die Wand hin. Platz ist genug. Küche denke ich auch erstmal. Sieht eigentlich... Oh, der Teppich ist schon hart, ne? Der Teppich ist schon mega hart. So, Dekoration.
ich mir erst das machen muss. So. Wie sieht ein Lerntisch aus? So. Okay, okay, okay. Aber wo packe ich denn den Lerntisch hin? Ah, der kommt in den Dings. Der Spieltisch, dachte ich, kommt denn in die Kneipe. Muss noch kurz zu dem Dings. Was habe ich denn hier? Kneipenmöbel habe ich jetzt. Hier sind Fantasiemöbel. Da sind deiner Möbel. Sommermöbel, Teemöbel, östliches Teehaus. Beim Diner, würde ich sagen, könnte man gut lernen, ne? Und beim Erntefest kommt denn das gemütliche Lagerfeuer. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Ja. Das macht dann schon für mich irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Draußen, im Freien. Oh, ich habe wieder 6. Ich hatte jetzt auf 15. Service auf 15. Du kommst kochen. Kommst jetzt auf Putzen 10. Weil du Service schon 16 hast. Katzen können. Katzen können. Sie kann. Verbring viel Zeit mit Nickerchen auf Lane. Hat die Katze gerülpst? Plus 3 Hexen. Dann kriege ich das noch. Und ich könnte noch eine Katze dazu holen. Och nee, habe ich nicht irgendwie Möbel? Hier, nee, habe ich nicht. Ich muss das nochmal ändern. Sorry, aber das geht gar nicht. Das ärgert mich. Ich habe keinen schönen Boden. Ich habe überall den gleichen Boden. Das ist abreißen! Ich dachte, das wäre jetzt so ein Fußboden. Ah ne, das ist für draußen. Lol. Darum wird's abgerissen. Ne, das sieht auch kacke aus. Ich mache es erstmal so. Ihr kriegt den Tisch. Ihr kriegt den. Die kriegen den hier. Ich dachte wirklich, das wäre eine gute Idee. Habe ich ja schon mal das Diner-Ding. So, Dekoration. So, wird ein Schuh raus? Ja. Der Lerntisch kommt dann nicht hin. Wenn ich irgendwann mal Geld zu viel habe, dann machen wir. Kriegt jeder hier so einen, seinen Teppich. Aber bis jetzt ist es leider nicht so. Dass das so gut funktioniert. Dann könnte man da einen kleinen Teppich und da so. Aber die Teppiche kosten halt, das ist das Problem. Sagt die Uhr. Ach komm, die waren alle größtenteils doch ganz glücklich.
Zufriedenheit 88%. Hab doch ein bisschen was eingenommen. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Wir werden jetzt nochmal in den nächsten Tagen doch nochmal ein paar mehr Hexen anlocken. Und ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.